So, wir sind heute mal wieder bei Dynamic Food und heute kochen wir was ganz Besonderes. Ich habe heute einen Gast. Das ist der Jeffrey. Da ist er. Ja, ja, wir machen heute was? Chili con carne wird das. Nach meinem eigenen Rezept. Ich habe mehrere Jahre dran gefeilt. Und ja, es wird richtig scharf. Was haben wir hier? Die besten Zutaten. Sellerie. Karotten, schöne, lange, dicke, damit man weniger Schnippelaufwand hat. Zwiebeln, rote Zwiebeln sind natürlich immer geil. Man kann auch, ich nehme auch gerne Metzgerzwiebeln zum Beispiel. Ingwer, davon werden wir natürlich nicht alles verwenden, aber Ingwer ist immer sehr geil. Eine Paprika, just for fun, kommt immer gut. Ich hätte auch noch irgendwie eine Tomate nehmen können, irgendwas Fleischiges. Natürlich Chili con carne, auch Bohnen, Kidneybohnen, das wird nachher richtig geil. So. Darf ich nochmal fragen, was ist das hier? Ja, das ist mein Spezialzutat, das ist Palmöl, ja, afrikanisches Palmöl, finde ich, kommt sehr geil, hat ein sehr geiles, knalliges Aroma. Dann haben wir Fleisch, bestes Fleisch, war ich heute beim Türken, 1 Kilo für 5 Euro, wow. Eins ist Rindfleisch, ziemlich geil. Dann haben wir natürlich Salz, bisschen Chili-Pulver aus Mexiko, Kümmel, diverse Chilis, die sind so mehr so fürs Geschmack, für den Aroma. Die Babys hier, die werden es nachher scharf machen. Was ich halt auch noch gern verwende, sind halt, ein paar Brühwürfel, oder dass man halt nachher ein bisschen Brühe machen kann. Ja. Da kann man auch. Haben wir so einen ganzen Beutel hier von drüber. Ja, so viel brauchen wir nicht. Aber ist eigentlich egal, welche man nimmt. Ne, aber man halt, wird man nachher sehen so. Ne, Brühe ist halt ganz geil. Und halt nachher zum dazu essen Brot. Vom Türken, Fladenbrot, ja, beste Qualität. Fladenbrot, ganz genau. So, wir bei Dynamic Food müssen natürlich auch darauf achten, dass unser Gemüse sauber wird. Ich habe jetzt richtig viel und das würde hier im Waschbecken sehr problematisch sein. Also wenn man so richtig viel Gemüse hat, dann kommt man mit einfach. Ja. Ich zeige dir nur mein stilles Örtchen. Einfach Ärmel hochkrempeln und dann kann man diese Dinger alles schön in der Dusche nach und nach sauber machen. Hast du was verloren? Was hab ich verloren? Ja, da unten sind ein paar Blätter. Ah, die Blätter sind ja nicht schlimm. Die Dinger hier, was für mich wichtig ist, ich trenne das Gemüse auch nochmal von den Blättern. Ja. Die Blätter kommen halt nachher quasi nochmal so salatmäßig. Mir ist persönlich egal, ob man das jetzt schneidet oder abreißt, je nachdem. Ich trenne das auf jeden Fall. Und jetzt zum wichtigen Part für euch, weil das wieder nachher sowieso das werden wir gleich ganz oft machen. Ich schneide den Sellerie in ungefähr so 1 cm dicke Streifen, also so Stücke, so mit dem ganzen Sellerie, der so da ist. Und das kann man nachher halt so in die Chili con carne wieder gekocht. Das seht ihr dann gleich. Das wird dann richtig lecker, richtig, richtig nice. Also die Paprika in diesem Gericht ist für mich einfach nur so ein Aroma-Ding. Deswegen schneide ich ganz klein, ist mir egal, ob man das nachher wiederfindet oder nicht. Ja, bringt halt ein bisschen noch Aroma rein einfach. Möhren? Genau, die werden gewürfelt, die sind so wie sie sind sie perfekt. Hier ein bisschen, hier haben wir jetzt fertig geschnitten den Sellerie, unsere kleine Paprika, ein paar Zwiebeln, das wird dann zum Gemüse. Hier haben wir Karotten, kommen jetzt auch noch dazu. Die hier kommen nachher auch noch später dazu, so als Gemüse quasi. Hiervon ein kleines Stück. Das ist dann gleich. Ingwer. Genau, Ingwer. Das wird gleich halt noch geschnitten. Auch gewürfelt? Ja, wird gleich zum Anbraten noch dazu kommen. Ein paar Chilis kommen dazu. Aber meistens schneide ich hier halt so, ich versuche halt so dünn wie möglich zu schneiden und dann halt auch, sag ich mal, zu würfeln. Und dann versuche ich das nachher halt so richtig klein, fein und so. Dann wird das halt nachher auch so ein bisschen gehackt halt. Einfach, dass das wirklich klein und fein, dass man die Stücke kaum noch so sieht, so wenn es nachher alles so kocht und so. So sieht's aus. Das sind jetzt unsere Zwiebeln, unser Chili, unser Ingwer. Das wird sehr scharf, sehr geil. Damit braten wir gleich das Fleisch an. So, ich will euch noch was zeigen. Ich habe hier meinen Knoblauch. Den habe ich schon mal so weit runter gehackt. Und wir wollen den richtig cremig haben. Also, ich habe das schon in mehreren Videos, glaube ich, gezeigt. Wir nehmen jetzt ordentlich Salz. Und kippt das Salz hier drüber. Man braucht auch eigentlich im Endeffekt nachher gar nicht mehr im richtigen Gericht würzen. Ein bisschen hacken wieder. So, und jetzt quetschen wir das. Und das jetzt hier hat man richtig so eine aber schon fast so Paste. Ein genau. Kippen wir jetzt auch hier rein? Ja? Yep. Kommt da rein.
Sehr gut. Ja. Ja, jetzt gleich ein bisschen umgerührt und dann einmal hier. Genau, ein bisschen umgerührt. Dann wird eigentlich fast auch schon im Anschluss direkt. Also hier kommt das Öl. Davon braucht man nicht, ist nicht so mega viel. Das ist sehr kräftig. Muss man darauf achten, dass man wirklich nicht viel reinkippt. Es hat einen sehr starken, krassen Eingeschmack. Sehr heiß. Es hat einen sehr krassen Eingeschmack. Man kann aber super braten und was auch immer. Eignet sich aber wirklich nur zu wirklich deftigen Speisen. Ja. Nochmal hier in dem als erstes, weil sonst verbrennt hier das Öl noch. Ah, mach mir nicht so Gedanken rum. Natürlich muss man mal gucken mit dem Öl, dass es halt alles zusammenpasst, dass nichts anbrannt. So. Ich habe jetzt überall noch ein bisschen Salz reingemacht. Wir sehen halt, der Topf braucht am längsten. Also die Pfanne, hier ist so das Mittelding, hier ist sehr schnell. Hier ist das Fleisch ein klassisches Kross und da kommt jetzt das Gemüse hin. Kommen so Möhren rein. Guck halt, dass es nachher so ein bisschen austariert ist für auch alle drei Töpfe. Also es kommen Möhren rein. Was ich da mache ist, guck mal, ob ich das hier vernünftig kippen kann. Da gibt es Brambling Sellerie. So. Ziel des Ganzen ist, dass alles ein bisschen bedeckt ist. Wenn wir hier wohnen, ich guck mal, wie viel wir brauchen. Muss man auch ein bisschen nach Gefühl abschätzen. Aber es sollte so sein, so ein Drittel Fleisch, dann sag ich mal Karotten und Sellerie sollten mehr so, sag ich mal, also ich sag mal ein Fünftel Fleisch, dann zwei bis drei Fünftel von dem Gemüse so. Und dann halt Kidneybohnen nach Gefühl. Ja, es soll halt auf die drei Töpfe. Ich würde sagen, so 750 Gramm, oder? Ja, 750 Gramm oder was. Es sollte auf jeden Fall schon reichen. Da unser Dampfkocher. Wasser ist drin. Wir kippen jetzt einfach, machen den Deckel zu. Schalter runter. Und der macht jetzt die ganze Arbeit für uns. Das ist eigentlich ein Reiskocher. Man kann hier oben ein Sieb reinstellen. Dann kann man auch noch Gemüse drin dämpfen und alles. Das ist ein klasse Teil. Ist nicht teuer. Also wie 30 Euro kostet sowas. Oh, weil wir so viele verschiedene Töpfe haben und alles unterschiedlich schnell warm und kalt wird, habe ich mal was von dem in den und so. Switchen, ja. Ein bisschen hin und her geswitcht, dass jetzt ungefähr alles so gleichmäßig warm ist. Das ist nicht unsere Suppe, ja, sondern unsere Brühe. Die Brühe ist halt wichtig. So, jetzt haben wir nochmal. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Wasser aufkochen, weil wir brauchen einfach viel mehr Wasser. Jetzt machen wir eben kurz die Soße. Weil nicht die Soße, so sage ich schon. Die Brühe. Hier sind jetzt ein paar Brühwürfel aufgetaut. Kommt ein bisschen Cayennepfeffer, Paprika. Oh, Kümmel. Ja. Kümmel kannst du ungefähr echt so zwei Esslöffel reinmachen, aber ne? Ein bisschen Koriander. Wolltest du Kümmel nochmal? Hier haben wir noch Chili-Pulver, mexikanisch. Mal ausprobieren. Ups. So. Dann haben wir es alles hier schon aufgetaut. Salz machst du gar nicht dran? Nee, Salz gar nicht, weil die Brühwürfel schon viel Salz haben. Ah, okay, interessant. Die Bohnen sind fast gar. Verteilt ihr jetzt? Kommen wir mit dem anderen zusammen. Das ist ein bisschen vermischt. Wie lange lassen wir es ungefähr jetzt noch kochen? Ja, ich schätze so vom Gefühl, wenn die Bohnen noch ein bisschen brauchen, das andere auch so eine halbe Stunde, dann soll es aber auch fertig sein. Halbe Stunde, okay. Ungefähr. Wenn es zu trocken wird, einfach noch ein bisschen Brühe nachgießen, ne? Genau, Brühe nachgießen, wenn es zu trocken werden sollte. Alles klar. Gut. So, hier wird der Sellerie gerade zerhäckselt, zerkleinert. Ich mach das mit der Schere, weil das halt so viel ist. Und mit dem Messer. Ja, das ist eine ziemlich scharfe Schere. Die schneidet die Blätter halt sauber ab und dann wird das nicht so matschig und verliert nicht so viel Wasser. Natürlich kann man das auch mit dem Messer machen, geht natürlich sogar besser. Aber dauert ewig lang. Ja. So? Ja. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ja, so ungefähr ist perfekt. Ja? Ja. So, das sind die Blätter von Sellerie, das ist Petersilie. Die packt hier schon mal drauf. Weil die sind noch ein bisschen stabiler, die brauchen noch ein bisschen länger. So. Die sind vom Aroma ziemlich krass.
Auf jeden Fall ein geiler Aromakick. Und ja, die kippe ich ja zuerst drauf, weil die ein bisschen länger auch, weil die kann einfach mehr ab, so mehr Hitze, mehr Wärme. Wir haben ein bisschen unterschätzt, so die Bohnen, weil die ja frisch waren, haben wir die ein bisschen länger kochen müssen, bis sie ein bisschen weicher geworden sind, aber es macht nichts. Ich finde, dadurch ist das ganze Gericht noch ein bisschen geiler geworden, weil alles andere auch noch ein bisschen länger kochen konnte. Ja, die ganzen Gewürze können schön durchziehen und alles. Ne? So, unser Essen ist fertig. Dynamic Foods. Chili con carne. Sieht so übertrieben lecker aus. Das ist unser Chili con carne. Wir danken an den Koch. Und wir werden das jetzt testen und ja, mal sehen, wie es wird. Scharf.